Es befindet sich Amerika im Krieg gegen Britannien. Gegen Großbritannien. Die Unabhängigkeit steht auf dem Spiel. Wer wird diese Schlacht gewinnen? Ich bin gespannt. Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Review mit mir, Basti Zock. Ich stelle euch heute die American Revolution Mod vor. Es werden amerikanische, das ist ein Schreibfehler. Es werden amerikanische Soldaten hinzugefügt, britische Soldaten, zwei neue Blöcke, Musketen, und ihr benötigt zur Installation Forge sowie die vorgegebene Minecraft-Version, welche ihr auf der Download-Seite finden könnt. Wen es interessiert, was ich für einen Shader habe, das wurde nämlich auch gefragt in den Kommentaren. MrMeep-X3S Shaders V. Den finde ich relativ cool und den mag ich auch. Und da habe ich relativ viel FPS mit und das ist cool. So. Hier, man hat mir geschrieben, ich soll die Command-Block-Output ausstellen, habe ich gemacht. Und so craftet man die Musketen. So, Musketen. So craftet man die Munition der Musketen, die Musket-Balls. So craftet man einen britischen Block. Guckt nochmal richtig hin, so. Und so craftet man einen amerikanischen Block. By the way, der Block ist billiger als der hier, man braucht zwei Schwarzpulver mehr, aber dafür drei Eisen weniger halt. Also das ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ist es ausgeglichen? Was meint ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. So, und jo, dann gehen wir mal hier weiter. Wir öffnen die Tür und sind jetzt hier. So, da gehen wir mal durch. Und ich setze jetzt einfach mal hier einen britischen Block, die Flagge. Warte, nee, das machen wir anders. Wir hissen jetzt hier eine Flagge, so. Bam. Und dann machen wir das Ganze. So. Hier sind die, die Dingens. Wie heißen die? Die Amerika. Nein, die Briten. Fuck. Ich meinte natürlich die Briten. Und hier sind Le Amerikaner. So, so. Und die kommt da dran. So. Hier ist die amerikanische Flagge. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel hingehen, Rechtsklick machen und Spawn American Soldier machen. Jetzt ist das Ding. Ich habe auf friedlich gestellt. So. Warum geht das jetzt nicht? Warte. Hä, aber bei dem geht's. 100 Pro. Vorhin hat's funktioniert. Guckt! Der hier spawnt. Ohne weiteres. Aber der hier spawnt nicht. Also, die hier spawnen. Ohne Probleme. Vielleicht liegt es daran. Warte mal. Es steht nämlich eine Warnung dran, dass man da... Ach, jetzt geht's. Man muss Eisen bei sich haben. So, dann kann man hier ein bisschen was spawnen und es entsteht eine Schlacht. So, hui. Guckt mal hier. Ja, die kämpfen da jetzt gegeneinander. Die amerikanische Revolution, ne? Also so kann man dann sozusagen, ja, gucken, wer gewinnt. Im Moment sind die Briten am Gewinnen. Jetzt mal gucken, vielleicht erledigt der hier das. Du kriegst das hin. Ich glaube an dich. Es geht um die amerikanische Unabhängigkeit. Du musst halt nur treffen, mein Freund. Komm, ich helfe dir. America! Joe! Bam! Ja! Und Achtung! So, jetzt kriegen wir das hin. Ja! Amerika hat gewonnen. Amerika ist unabhängig. Und das feiern wir jetzt erstmal mit einem Daumen nach oben für diese witzige kleine Mod. Und wenn ihr mehr Mod-Reviews wollt, müsst ihr das sowieso mit einem Daumen nach oben zeigen. Und am besten mit einem Kommentar noch. Also im Kommentar würde ich euch empfehlen, schreibt mal dazu, was ihr euch für diese Mod hier noch wünscht, was da noch hinzukommen soll. Also was soll da noch dazukommen? Und dann schreibt ihr mir noch in die Kommentare, wie ihr diese Mod fandet. Und am besten wartet ihr jetzt das Outro ab. Klickt auf letztes Video, um die letzte Mod-Review zu sehen. Die war nämlich auch richtig geil. Da gab es eine Dimension zu sehen.
Und dann wäre es am besten noch, wenn ihr auf Random Video klickt, weil da kann es sein, dass wirklich mal so eine Überraschung auftaucht. Wer weiß, auf jeden Fall, wenn ihr mehr Mod Reviews wollt, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Bleibt bastig, ihr seid bombastisch. So, bis zum nächsten Mal und jetzt aber wirklich tschüss.